Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within. Oh, wow. Wir haben schon wieder einiges geschafft. Meine Schrotflinten-Muni ist draufgegangen, weil ich hier den Raben getötet habe. Ich habe mich schlau gemacht. Der Schlüssel kommt noch. Und ich habe den Tipp bekommen, wenn du den Raben erledigst oder überhaupt Raben erledigst, dann kriegst du dafür auch Muni. Und das fand ich so cool, dass ich dachte, komm. Guck, jetzt haben wir Muni dafür, dass wir dann Raben getötet haben. Also auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Zack, haben wir wieder die zwei Schuss drinne. Ja, okay. Das war jetzt dann... Pistole wäre besser gewesen. Was haben wir hier in dem tollen Koffer? Munition! Her mit der Muni. Ich weiß jetzt nicht, welche Muni das ist. Ah, okay, für die Magnum. Dann packen wir die da mal rein. Wir haben halt nicht so viel Auswahl. Von daher, ja, ich belasse es mal so. Ich hab Schiss, dass hier der Tresormann irgendwann uns den Gar ausmacht. Schlüssel kommt, ich hoffe, der kommt. Ist das eine... Nein, nicht alle. Nein. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Okay. Also sollen wir dir auch am besten nicht vertrauen? Was geht hier ab? Und noch habe ich meinen Schlüssel nicht, also warum bin ich jetzt hier? Truller, du machst mich echt nervös. Und hier scheint alles langsam zu zerfallen. Was auch immer das heißt. Wir haben 9750 Punkte. Jetzt können wir wieder irgendetwas verbessern. Es geht voran. Ich gehe am besten mal... worauf gehe ich denn mal? Oh, wir könnten den Nahkampfschaden auch verbessern sogar. Ich weiß nicht, ob das uns sogar eine Hilfe gerade wäre, weil ich halt so wenig Muni habe. Aber... bei starken Gegnern, ich weiß es nicht. Es braucht auch 6000 Punkte. Und was ist mit den Waffen? Wir haben die Magnum auch noch nicht wirklich. Der Schadensmultiplikator müsste auch gemacht werden. Es muss so viel gemacht werden. Ja, wir haben Muni für die Magnum bekommen, also werde ich die mal verbessern. Und zwar den Schadensmultiplikator. So. Damit ist das schon mal ein bisschen mehr Power. 1750. Ja, gut. Irgendwas damit, irgendwas hier. Oder da. Nein. Bei der Reserve vielleicht. Streichhölzer geht. Yay, die Streichhölzer. Ja, die sind natürlich wichtig. Okay, da können wir nichts machen. Oh Mann, 1750. Gut. Wenn es nichts anderes gibt, packe ich es tatsächlich in die Streichhölzer. Ja, mach ich mal. Gut, 250 nur noch da. Streichhölzer sind top. Die Wette gilt. Und, ja. Dann speichere ich mal an der Stelle. Weil es so schön ist. Oh, Mann, ey. Wer braucht denn schon verbesserte Streichhölzer? Ich meine, klar, wir brauchen die schon sehr viel, so ist nicht. Ach, können wir hier übrigens mal ein bisschen Zeitung wieder lesen? Nö, da ist nichts. Da kommt ja immer spontan... Oh doch, wir haben was bekommen. Joseph, vermisst. Joseph oder Detective der Polizei von Crimson City verschwand auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Ja, nach uns natürlich. Und wir sind nämlich auch irgendwie verschwunden. Bestimmt sind wir irgendwie an der Maschine dran. Ich weiß es nicht. Und jetzt werden wir gesucht, sind irgendwann spurlos verschwunden. Ich habe keinen Plan. Aber wenn die uns alle suchen und so, ist das ja auch komisch. Oh, hier haben wir auch wieder
Noch mehr davon. Kann ja nicht schaden, ne? So, mach mal... Das wollte ich gar nicht. Mach mal deine Lampe an. Genau. Sehen wir mehr. Hier ist ja auch wieder die Musik. Guck mal, wie schön mit dem Bett und so. Da könnte man sich wirklich mal ein bisschen ausruhen. Sebastian. Und hier ist wieder das Bild. Das Bild ist überall. Vielleicht ist das ja die Schwester von Ruvik oder so, weil man dieses Bild überall sieht. Das ist richtig komisch. Wo sind wir denn hier? Was ist das für ein gruseliges Bild mit dem Auge da drüber? Hiu. Voll unheimlich. Können wir hier den Aufzug holen? Nö. Hä? Aber da müssen wir doch lang, oder? Nicht? Kein Aufzug? Na gut. Ich, ja, ich nehme mal die Schrotflinte in die Pfoten. Hier geht's noch nach unten. Vielleicht haben wir Glück und da finden wir den Schlüssel. Wieso finde ich überall Glipper? Ich meine, das ist toll, aber ich brauche Munition, Leute. Versteht ihr das nicht? Okay, da unten geht's lang. Wo ist der Tresor, Idiot? Ja, da kommen wir her. Gut. Dann... Auch das da ist auch das mit dem komischen Auge. Was ist hier? Ach so. Ach, da hätte ich auch reingekonnt. Ja, okay. Na gut. Dann Abmarsch. Ist hier aber noch irgendwo eine Statue? Man soll ja angeblich immer voll viele Schlüssel finden pro Level, aber... Pff. Also... Ich habe keine Ahnung. Man muss auch manchmal nach oben gucken. Ich mache es einfach immer mal, weil hier ist so eine ruhige Ecke. Na gut, dann geht's abwärts jetzt. Ja, ja, geh mal ruhig. Und da ist ja der Kontrollpunkt. Eine Spritze. Eine Spritze. Und irgendwas. Und noch mehr Spritzen. Mhm. Ist schön, dass ich mich heilen kann, aber mich nicht verteidigen kann. Das ist auch schön. Mach mal das Licht aus. Okay. Das hab ich. Ich weiß nicht, was da hinten jetzt gleich abgeht, aber... Ich habe ein ganz doofes Gefühl wegen dem Blut hier. Da ist zu. Da ist ja ein Kontrollpunkt, ne? Also ich meine, ich muss quasi gar keine Angst haben. Wozu? Den muss ich doch irgendwie erledigen können. Nee. Also, der dreht sich ganz schnell um. Habe ich mir aber fast gedacht, als ich das rote Glühen entdeckt habe, dass wir dann gleich explodieren werden. Ist ja auch nicht schlimm, wenn hier gleich ein Kontrollpunkt ist. Dann ist das ja alles immer kein Problem. Ich nehme an, genau, ich muss alles nochmal einsammeln. Ist ja auch nicht schlimm. Noch mehr Erfahrung, bitte. Vielen Dank. Okay, ich glaube, das war es auch hier, ne? Mehr hatten wir nicht. Ich glaube, der bemerkt uns sowieso nicht mal eben. Mhm. Und hier ist leider auch nichts. Mach dein Lämpchen aus und ich will ja eigentlich alles sparen, ne, was ich habe. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Da ist er hin. Wow! Oh, von wo kam der? Von... Und ich lebe noch. Warum? Ich will immer lieber tot sein, als dass ich so viel Energie verliere. Scheiße, von hinten. Und ich denke so, okay, der wird von vorne rechts irgendwo wohl kommen. Ja, toll. Irgendwie geht es mir immer schlecht, egal was ich mache. Ne? Aber wenn jetzt schon die Tür hier auf ist, dann kann man da ja mal reingucken.
Hast du vielleicht Bock, die länger zu halten? Damit es nicht so scheiße endet? So, weißt du? Kartenfragment. Juhu. Okay. Ah, warte, hier. Nimm. Nimm bloß alles mit, was geht. Hier ist ein toller Raum. Ein toller Raum, wo wir nützliche Dinge finden. Ah. Oh. Ja. Solche Räume mag ich. Hm. Anscheinend geht es da auch lang. Aber ist hier nicht noch... Hier ist doch so ein cooler Automat. Die mögen wir doch gerne, die Automaten. Und wenn ich eh angeschlagen bin, dann lohnt sich das auch quasi. Aber hä? Ich dachte, man kann da hinten... Kann man da nicht auch lang? Warte mal. Doch. Ich bin verwirrt. Ich meine, ich kann doch hier auch lang, oder? Guck mal, da geht's doch weiter. Was ist denn dann da hinten? Einfach auch noch so ein... Ja, guck mal. Jetzt können wir nämlich überall rein. Hä? Okay, Orientierung und so. Ah. Schön. Ja. Ganz viele Kisten. Fragt sich, wo ist eine Stadt mit einem Schlüssel? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das hier nicht ist. Ich halte mal ganz stark die Augen jetzt offen nach dem... Was ist mit dir, Brudi? Tja, wo könnte denn hier mal eine Statue sein? Das kann ja gar nicht sein, dass hier keine ist, wo doch hier so viel Gedöns ist. Achso, das war schon die vordere Tür. Okay. Na schön. Dann nochmal hier durch. Muss man doch sehen. Also ich meine, dass hier eine sein soll. Also ich habe halt nur den Tipp bekommen, Kisten und so und irgendwas mit oben. Aber vielleicht war es auch woanders. Ich weiß es ja immer nicht. Ich gucke einfach mal. Nee, beim Ventilator auch nicht. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei der zweiten Tür. Deswegen bin ich immer so verwirrt hier. Bei dieser Verwinkelung. Also hier habe ich jetzt... Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch mehrmals dran vorbeigelaufen. Ist hier auch gar keine Statue. Ich bin einfach nur ein bisschen genauer. Außerdem fehlt mir immer noch der Schlüssel von meiner anderen Statue. Das fehlt ja auch noch überhaupt. Man kann ja hier auch nichts kaputt hauen. Ja, ich weiß nicht. Ich laufe dann erstmal weiter, oder? Voll blöd eigentlich. Also wir haben eine Menge gefunden, so ist nicht, aber... Tja, da ist noch ganz viel. Okay, ich glaube, da kommen wir jetzt auch hin. Dann gehen wir da mal hin. Komm, trau dich! Hallo. Ah, ich freue mich jetzt schon. Hm? Vielleicht magst du mal nebenbei hier Bolzen erstellen. Vielleicht ist da ja noch was. Okay, die können wir nicht erstellen. Das ist schade. Schockbolzen hätten wir noch einen. Dann Kältebolzen ist auch immer super. Gut, dann haben wir eben so einen. Nimmst du das Ding mal auch in die Hand. Weiß immer nicht, was gerade am besten ist. Ich bleib mal bei den Harpunenbolzen. Da ist noch eine Schublade mit nichts. Das ist schön. Vielleicht machst du mal doch nochmal die Lampe an. Ah, guck, da ist mir auch noch ganz viel Glibber. Den würde ich sonst gar nicht sehen. Und vielleicht übersehen wir dann ja auch andere Sachen. Wenn wir hier schießen, ne, dann wird es ordentlich klirren und klötern. Sehe ich schon kommen. Ist da auch noch Glibber? Nein. Oh nee, immer her damit. Ey, so viel Erfahrung, ne? Voll cool. Wie gesagt, ich will mich nur auch verteidigen können. Bier? Jemand ein Bier? Wenn wir schon mal hier sind, zusammen. Ich habe zufällig welches gefunden. Ja, noch mehr Erfahrung, komm. Ist das eine Statue? Nein, das ist eine Zeitung oder so. Ist da in dem Schrank noch was? Kommst du hier weiter? Es ist auch... Diese Stille ist auch so ein bisschen unheimlich, dass hier jetzt so gar nichts irgendwie
gerade an Monstern ist. Ist auch irgendwie ungewöhnlich. Joseph? Oh Gott, mach das Licht aus. Er traut sich aber auch was, ne? Da sind Ratten. Okay, mach das Licht einfach mal an. Also da ist nichts. Hier ist so viel Kram. Es könnte überall eine Statue sein. Hier ist auf jeden Fall eine Küche. Ist da irgendwas? Okay. Kann man da den Aufzug betätigen? Ist da irgendwas drinne? Huch, das will ich gar nicht. Irgendwas mit Aufzug, Küche und so habe ich auch noch im Hinterkopf, aber hier ist doch gar nichts. Also hier kann ich doch gar nicht, oder doch? Ist da eine und ich sehe sie nur nicht, eine Statue? Das wäre natürlich richtig miese auch, da so eine reinzumachen. Nee, da ist auch keine. Ich hier voll auf Statue suche, das ist auch voll übertrieben hier von mir gerade. Aber warum mache ich das? Natürlich, weil wir... ja, mal Glück haben könnten mit ein bisschen Munition und so. Ein Schlüssel ist ja halt ganz cool dafür. Aber irgendwie ist das Glück nicht auf meiner Seite, jedenfalls. Die Ratten sind auch schön hier. War da noch ein Glibber? Nein. Ja, ja, ich weiß, ich halte mich hier schön lange auf. Ihr könnt euch in Ruhe alles anschauen, hier die Küche und so. Und mit mir nach Statuen suchen. Ich hatte, wie gesagt, noch im Hinterkopf... Oh, ich habe ja die Muni übersehen. Nee, das geht ja nicht, dass sie hier voll ist. Also das kann ich mir ja nicht vorstellen. Vielleicht magst du da mal die in die Hand nehmen. Und ist doch nicht voll geladen. Hör mal. Also, kannst du ja noch mitnehmen. Genau. So, da fühle ich mich jetzt schon wesentlich wohler mit. Aber Küche, Aufzug und irgendwie habe ich trotzdem Pech, dass ich hier nicht irgendwas sehe. Nicht, dass ich wüsste. Also, ich kann hier nichts bedienen und nein. Dann gehe ich weiter. Und hab Schiss. Hm. Ach, hier ist aber noch mehr Küche. Vielleicht habe ich ja hier mehr Glück. Oh, das sieht hier aber auch nach einem lustigen Kampf aus. Gleich. Jetzt. Oder so. Scheiße. Joseph, was machst du da? Joseph. Mm-mm. Oh mein Gott, ich will nicht gegen die Ludwig. What the fuck? Oh Gott, und jetzt? Das ist eine gute Frage. Was sind das für Dinger? Was sind das für Dinger? Oh, oh. Ich glaube, ich sollte hier nicht in die grünen Dinger reinlaufen. Besser ist. Oh oh. Scheiße. Hilfe. Hm, okay. Muss ich jetzt einfach nur an den grünen Dingern vorbei? Also, ich dachte, jetzt kommt halt noch voll der Tresormann oder so, aber der läuft, glaube ich, gerade hinter Joseph her. schön. Dann mach mal das erst zuerst. Wir haben ja Zeit. Ja, das ist schön. Dann kannst du ja nebenbei hier noch mal ein bisschen was erstellen. Weil, kann ja nicht schaden. Och Mann, ich will explosiv, ne? Will ich viel lieber. Aber gut, machen wir Harpune. Finde ich besser als Blenden. Ehrlich gesagt.
So. Ja. Dann mal los. Die komischen grünen Alien-Dinger kommen. Okay. Ja. Das ist schön. Okay. Hilfe. Ja, okay. Nein, Säure, oh Gott, nein. Aber der Run war gar nicht so schlecht. Also ich meine, ich bin zwar einmal ins Feuer geraten und jeder Mensch würde darunter eher sterben. Und er kann dann nach der Verbrennung einfach weiterlaufen. Aber mal abgesehen davon, ja. Ich finde es halt gut, dass wir hier am Anfang auch die Zeit haben, uns erstmal darum zu kümmern. Weil, ich meine, ne? Also, ihr könnt natürlich auch hier eine Statue hinmachen. Ist kein Problem. Wie hier zum Beispiel. Das, kein Ding. Dann laufe ich mal nach links in die Ecke. Da wird ja dann der Schlüssel hoffentlich sein. Ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Shit. 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 Okay, das war ein bisschen blöd von mir. Ich muss das mit der Statue wahrscheinlich auch nochmal machen. Ne? Aber warum ist denn da auf einmal eine? Da habe ich mit gar keiner gerechnet. Ich dachte, die wäre irgendwie da in der anderen Küche. Ah. So, jetzt aber. Bewundere ja immer Leute, die sowas gleich beim ersten oder zweiten Mal schaffen, aber ich gehöre nicht dazu. So. Nee. Okay. Habe ich kapiert. Und den Schlüssel. Ja. Okay. Und durch. Jawohl. Er soll mal weggehen hier. Weg da. Und lauf. Lauf. Oh Mann, die scheiß Säure. Ich vergesse die Säure immer. Und dann, Mann. Oh, ich will immer einfach durchlaufen. Ja, komm, übertreib mal nicht. Das war jetzt echt der brutalste Tod, den wir hier wahrscheinlich im ganzen Spiel hatten. Wow, die Säure. Oh, es ist aber auch ein schlimmer Tod, ne? Muss ich gestehen. Mache ich jetzt noch einen Versuch noch? Komm, einen Versuch noch. Wenn es dann nicht klappt, Leute, dann tut's mir leid. Dann seht ihr es leider erst im nächsten Part. Oh Gott. Komm, wir schaffen das jetzt. Am Ende des Parts wird immer alles gut. Naja, nicht immer, aber manchmal. So. Er könnte ja auch mal vorher eine Spritze nehmen. Dann sterben wir vielleicht nicht immer sofort. Wäre vielleicht auch mal die Idee. So. Jetzt sind wir vielleicht nicht gleich am Krepieren, wenn irgendwas ist. Schlüssel habe ich. Feuer kommt. Wir warten und laufen. Lauf. Wir haben die Falle ausgelöst. Das ist schön. Das war knapp. Das grüne Ding kommt. Und lauf. Ah! Und die Säure nicht vergessen. Nein! Hallo! Oh Gott! Ich,
Was mache ich denn? Da ist das Ding. Ich muss da in die Ecke. Komm, mach hinne, Typ. Oh, man kann das auch elegant lösen. Ich weiß es genau, aber ich, so, schnell durch. Oh Gott. Ja. Also, wer möchte, darf auch gerne nochmal zurück. Wenn er, nicht genug jetzt ist die Frage, wo es dann gleich lang geht. Wir gehen mal da lang. Ich möchte mal kurz eine Verschnaufpause haben, wenn wir kriegen. Vielleicht gibt es Leute, die nicht in diesen Raum gehen. Ich gehe rein. Kann man dich verbrennen oder bleibst du da liegen? Oder? Oh Gott, nimm einfach alles mit, was du kriegen kannst. Wir haben es bis hierhin geschafft. Sebastian muss sich erstmal ein wenig erholen. Dafür kriegt er auch als Verdienst eine leckere Spritze und wir sehen uns dann im nächsten Part von The Evil Within. Wir haben es zumindest bis hierhin geschafft. Bis dann.